Night is getting longer too. Music sounded good to me. But I wanna, said I wanna take you higher. Yeah, let me take you higher. Mein Name ist Ulf Köhler. Ich bin hier einer der Mitveranstalter des Geber Bergzeitfahrens, welches mir hier zum 10. Mal, also eine Jubiläumsausgabe, durchführen. Wir sind hier auf der Hohen Geber in der Rhön, in der thüringischen Rhön. Und dieses Rennen findet im Rahmen des Rennsteig-Dolmer Cups statt. Music's getting good to me. But now don't you, I said don't you wanna get higher? Yeah, don't you wanna get higher? Baby, baby, let me light your fire. Oh, ha, look at higher. Hallo, ich bin der Sven. Ich bin fahre derzeit für den TSV Geimersheim, das liegt bei Ingolstadt, und bin aber früher eigentlich 20 Jahre für das Radsportteam Kummer gefahren und möchte Ihnen auch vorstellen, hier ist mein Trainer, die gute Seele eigentlich früher, die mir so den Input gegeben hat, damit ich da mitfahren konnte, wo ich wollte. Ja, der Mike, vielleicht kannst du auch kurz was sagen. Okay. Ja, war einer unserer besten Sportler. Ja. Okay. Was ist Radsport Kummer, wer keine Ahnung hat? Ja, wir sind faktisch drei Brüder, haben zwei Radsportgeschäfte in Suhl und in Schleusingen und kommen aus dem Straßenradsport ursprünglich, aber sind eben auch seit vielen Jahren eigentlich schon im Mountainbikesport unterwegs. Ja. Aber ich lasse Sie wirklich als Letzte starten, ne? Ja, ich habe auch kurz vor Nackig erst gemeldet. Die Strecke von Herpf auf die Hohe Geber ist 7,5 Kilometer lang und umfasst 411 Höhenmeter. Von verschiedenen Untergründen, sagen wir wie gesagt, Schotter, wir haben auch ein Stück Wiese dabei, wir haben auch ein Stück Straße dabei. Also für jeden Geschmack etwas. Also etwas steiler, auch mal ein bisschen ganz leicht bergab, also sehr abwechslungsreich. Wie sind, haben sich die Teilnehmerzahlen entwickelt? Also Teilnehmerzahlen äußerst positiv. Also wir sind eigentlich schon immer über 100 gewesen. Diesmal sind wir bei 178. Also das hat sich sehr gesteigert. Das ist faktisch unser bester Mann, der Sven-Uwe Barke, ja, der jetzt auch vor kurzem die Transalp gefahren ist für Straßenradsportler, hat dort in seiner Altersklasse Platz 3 belegt und das ist schon mal, ja, in dem Alter eine Wahnsinnsleistung, muss man sagen. Und ist auch, wie alt bist du jetzt, Sven? Oh ja, ich wäre jetzt dieses Jahr noch 38. Ja, und ist wirklich auch ein Vorbild für alle jungen Sportler, die jetzt eigentlich leistungsmäßig erstmal dahin kommen müssen, wo er jetzt über Jahre schon fährt. Come on, baby, higher. Don't you wanna get higher? Oh yeah, higher. Light your fire. Come on, get higher. A little bit.
to help you groove. The music sounded good to me. Take your places, I'm gonna take you higher. Higher, wanna take you higher. Higher, move a bit higher. Come on, get higher, move a bit higher. Mountainbike ist so ein bisschen meine Passion und wir fahren auch selber noch Mountainbike, jetzt gar nicht mehr ganz so viel, sagen wir, aber wie gesagt, wir sind auch froh, wenn immer jemand was macht. Und so haben wir uns vor 10 Jahren dazu entschlossen, hier was durchzuführen. Und es hat Bestand, die Mannschaft hat Bestand, hier kann sich jeder auf den anderen verlassen. Die Teilnehmerzahlen sprechen für sich und jetzt mittlerweile, sagen wir, ist auch das regionale Fernsehen da. Also es spricht sich scheinbar rum, dass hier auf der Hohen Geber doch ganz schön was los ist. It's here to help you groove. The music sounded good to me. Take your places, I'm gonna take you higher. Higher, wanna take you higher. Higher, move a bit higher. Come on, get higher, move a bit higher. Higher, higher. Come, Bubi. Der Straße ist gleich vorbei, jetzt alles, komm! Schön treten, komm! Ja, im Endeffekt hat es gereicht. Platz 1 mit einem kleinen Vorsprung. Ja, beim letzten Mal Dritter geworden, aber heute scheinbar gute Beine gehabt. Ist schon anstrengend, aber wenn man halt eine gute Form hat, dann sollte man in der Zeit auch ein paar Radrennen fahren, weil dann geht es halt doch von der Hand. Ne? Für mich kann es nicht heiß genug sein. Also war super, ja. Schöne Veranstaltung natürlich auch wieder, auch für die ganze Familie mitgefahren. Und dass im Endeffekt ein bisschen was bei rausgesprungen ist, umso besser, ja. 10! Ihr könnt ruhig mitzählen. 10! 9! 2! 1! Start 2! Auf geht's! Kinder? Warum Kinder? Ganz klar, also das ist ein Alleinstellungsmerkmal hier unseres Geber-Bergzeitfahrens. Also wir versuchen natürlich auch Nachwuchs irgendwo für den Mountainbikesport explizit zu begeistern. Und wenn wir nicht mehr da sind, muss es jemand anders machen. Come on, baby, higher. Don't you wanna get higher? Ooh, yeah, higher. Light your fire. Come on, get higher. A little bit higher. Ich bin die Liv und ich bin 11 Jahre. Okay. Und Radsport, weil der Papa das macht oder warum? Der Papa hat mich ein bisschen dazu gebracht und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Wie ist es bei dir heute gelaufen? Ja, ganz gut. Das heißt? Ich habe mich gut gefühlt. Von den Mädchen hat sie gewonnen, aber sie will ja immer noch die Jungs schlagen. Okay. Und Sie sind auch mitgefahren? Ja, ich bin auch mitgefahren. Die ganze Familie, der helle Wahnsinn. Ja. Und wie war es bei Ihnen? Ja, super für meine Verhältnisse. Das heißt? Ich bin angekommen. Ja, die Siegerpause. Schon vor dem Ziel. Wir kommen auf der Hohen Geber. Siegerfrog. 151 aus Waldorf. Der Matthias Kirchner. Was ist momentan noch da? Nein.
Und der Mann für Marco Koch. Eine Medaille und ein Getränk. Aber Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch. Die 147, der Eckhard Neuwald, auch von Mining Express. Vorsicht, hier nicht. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir auch auserwählt worden sind mit unserer Veranstaltung hier als Lauf für den Mining Man, der sich ja aus den Marathon, der sich aus den Triathlon-Disziplinen zusammensetzt. Heißt Laufen, Schwimmen und Radfahren. Hat die Mutti informiert? Ja. Wie kommt der? Wie ist gelaufen? Super. Ja. Aber anstrengend. Und, 103, aus Begeisterung am deiner Qual. Kunst vom PSV. Boom, sehr schwer. Julius Wagner, ja. Steckt im Blut. Am Anfang war es ganz schwer, dann ging es wieder leichter. Bis der Akku aufgeladen ist. Aber der Puls geht ganz schnell wieder runter. Auf dem 64. Aber die Zeit kann sich trotzdem. An Aufhören ist nicht gedacht. Heute bedanken wir uns ganz besonders bei unseren Teilnehmern, die uns immer treu die Stange halten. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, die uns hier auch immer mit unterstützen. Und wir bedanken uns natürlich auch bei den Helfern, freiwilligen Helfern, als auch bei denen, die das ehrenamtlich beim Rohen Kreuz machen und so weiter und so fort. Also, und heute deswegen machen wir auch hier unsere Dankeschön-Veranstaltung. Sagen wir Danke für die letzten 10 Jahre. Music's here to help you groove. The music's sounding good to me. Take your place.